Ja, habe ich mal lieber eine Folgenpause gemacht. Ja, um Story und so geht's mir auch nicht. Auch um die Rätsel sind ganz lustig. Aber wie gesagt, um Story geht's mir nicht. Mir geht's halt nur darum, dass manchmal wirklich man dumm im Wald stehen gelassen wird, weil man nicht weiß, wo man hin muss. Das finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, da unten war ein Seil, wenn ich das richtig gesehen habe. Da muss ich ja noch später abspringen. Das war jetzt schon relativ spät. Jetzt aber, komm! Der packt dieses Seil nicht. Komm, spring in die Säge. Hast du verdient, Timmy. Hohle Nuss. Taubes Nüsschen. So. Verdammt, das kann doch nicht sein. Ich springe noch später ab und das... Ne, jetzt bin ich gar nicht abgesprungen. Verdammt, ey. Also was rieche ich mich dann bei Spielen doch schon sehr auf. Muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil sowas ist wirklich eine nervige Stelle, die dann echt zum Kotzen werden kann. Da steht einfach nur ein dämlicher Pfeil und ja, mach mal. Und mehr wie versuchen und tun kann man ja nicht. Wenn nicht, mache ich das Spiel gleich aus, fertig. So. Könnt mich mal. Hm. Toll. Also da könnte ich manchmal echt auch, wie gesagt, sehr fuchsig werden und sehr den Controller in die Ecke hauen. Da bin ich nicht anders wie ihr. Der packt dieses dämliche Seil nicht. Ich, ja. Verdammt. Das kann doch nicht sein. Was mache ich denn falsch? Ich springe ab und dann, ja, toll. Habt ihr eine Idee, die das Spiel schon durchhaben? Vielleicht ein kleiner Tipp wäre schon mal super. Ich springe einfach hier nochmal in den Tod. Yay, yeah, ist ja so toll. Du musst da was einschalten. Mhm. Yeah. Wahrscheinlich hier an dem Seil, aber ja. Wahrscheinlich an dem Seil, was da runterhängt, unter der Säge, aber... Tja. Yeah. Juhu! Und es funktioniert nicht. Vielleicht ist es auch ein Bug, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich probiere es nochmal. Vielleicht später abspringen? Später ist... Nee, später ist... Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll, also... Mehr wie an der Kante und an der Spitze des Abhangs abspringen, kann ich ja wohl nicht, ne? Jetzt aber! Ja, mal ganz ehrlich, ey, das ist voll assi. Sowas ist asozial! Muss ich jetzt mal loswerden, Entschuldigung. Nee, wenn du am Pfeil bist. Wie, wenn ich am Pfeil bin? Was soll ich denn da einschalten? Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Also mal ohne Scheiß. So. Mal jetzt ohne Scheiß. So gut wie die Rätsel auch manchmal sind. Aber das war echt ein dämliches Rätsel. Wer soll denn da drauf kommen, mal eben Viereck zu drücken? Mal ganz ehrlich. Sowas Hohles und Bescheuertes habe ich ja noch nie erlebt. Jetzt muss ich mich echt mal auslassen hier. Och Mann. Woher will ich denn wissen, dass ich da was drücken muss am Pfeil? Ey, sowas Dummes. Unfassbar. Alter. Unglaublich. Naja, auf jeden Fall haben wir es jetzt. Vielen lieben Dank. Ja. Mal ganz ehrlich, wer kommt denn dann da drauf? Also, mir fällt dazu immer noch nichts ein, bin ich ganz ehrlich. Mein, drück doch da einfach den
Knopf, du hirnloses Stück Scheiße von einer... Ich bin doch ziemlich ruhig. Ich spiele solche Spiele nie wieder. Warum? Warum? Alter! Ich hasse dich! Timmy! Du Drecksau! Ich glaube, ich kriege gleich ein Herzklabaster bei dem Spiel. So, wo muss ich jetzt hin? Wahrscheinlich da drüben rüber. Ach, zählt ihr schon mit? Habt ihr schon Wetten abgeschlossen? Wo muss ich hin? Toll. So, jetzt mal konzentrieren. Gott sei Dank, ey. Oh. Ich glaube, wir machen hier eine klitzekleine Pause. Ich brauche diese Pause nämlich jetzt gerade auch, um mich ein wenig zu beruhigen und abzukühlen. Und das solltet ihr auch tun. Ja, tut mir leid, dass ich da so ein bisschen ausgerastet bin, aber ganz ehrlich, das war für mich meiner Meinung nach gameplay-technisch war das, ist das größte Müll, den ich je gesehen habe. Also zumindest an der Stelle. So ist das Spiel total geil. Auf jeden Fall. Also gibt nichts. Es ist ein tolles Spiel, auch tolle Rätsel. Aber solche Rätsel meiner Meinung nach finde ich nicht toll. Also solche Rätsel, wo man wirklich blind ja, hingestellt wird und man muss was drücken. Wenn jetzt irgendwie zum Beispiel was gewesen wäre, so wie jetzt die ganze Zeit es war, mit Kisten verschieben, mit Seile hochklettern, die Leiter runtersetzen, Knopf drücken, wo man was sieht. Ja, aber woher soll ich denn als Spieler wissen, da ist ein Pfeil drauf, da muss ich jetzt eine andere Taste drücken. Woher soll ich das wissen als Spieler? Mir sagt das keiner. Und das finde ich, dass sowas hat ein Spiel nichts verloren. Weil du bist so aufgeschmissen, du kannst dich so aufregen. Also ich zumindest, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist oder bei dir ist. Aber sowas ist meiner Meinung nach totaler Unfug. Das hat, wie gesagt, meiner Meinung nach nichts in Spielen verloren, sowas. Nun gut, ja, das muss ich einfach mal loswerden, einfach mal sagen. Boah, jetzt geht's mir schon wesentlich viel, viel besser. Ich hoffe, ihr denkt genauso wie ich. So, ich werde auch mal eine schöne Musik wieder auflegen, eine schöne Platte auflegen. Ja, ich bin der Udo. Ich bin der Udo Lindenberg. So, Peace, Freunde. Ja, für die Pause machen wir... Was machen wir denn da Schönes? Komm, mach mal den Song hier. So. Hallo? Hallo? Kleine Pause, wir sehen uns gleich wieder. Also bis gleich.